Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen Montagabend. Ich möchte mal gerne noch ein paar Gedanken mit dir teilen. Was es bedeutet für dich oder was es überhaupt bedeutet, ein freies Leben zu führen. Hallo, liebe Ulrike, schön, dass du dabei bist. Was bedeutet es für dich, ein freies Leben zu führen? Wie komme ich da drauf? Wir waren ja gestern, vielleicht hast du, hallo liebe Margi, vielleicht hast du ja gestern meinen Beitrag gesehen. Wir waren ja gestern zum Fahrradfahren oder bei mir steht das immer unter dem Aspekt Brombeeressen an die Mosel, weil wir da an so vielen Brombeerhecken immer vorbeikommen und eigentlich gar nicht so wirklich mit dem Fahrrad vorankommen, weil ich da ständig an den Brombeerhecken stehe und mich da an Brombeeren satt essen. Die haben wir zwar hier natürlich auch um die Ecke, aber da an der Mosel zu fahren, ist einfach nochmal was anderes. Und wir sind recht spät eigentlich erst losgefahren. Ich glaube, es war schon 3 Uhr oder so. Und ich habe da unterwegs noch zu meinem Mann im Auto gesagt, vor einigen Jahren hätten wir um die Uhrzeit noch gesagt, oh, das ist jetzt zu spät, jetzt können wir nicht mehr losfahren, morgen müssen wir arbeiten gehen, ins Büro und das lohnt jetzt nicht mehr. Und allein da fängt auch schon ein Stück weit die Freiheit an, die Dinge dann zu machen, wann es einem passt und sich nicht nach jemand anderem richten, der einem den Tag vorschreibt, wann man wo zu erscheinen hat. Ich hatte jetzt einfach Lust, letzte Woche habe zu meinem Mann gesagt, schönes Wetter, lass doch einfach mal gucken, wann es im Terminkalender am besten passt, dass wir einfach mal eine Radtour an der Mosel machen. Und da war es eben der Sonntag. Wenn es heute der Montag gewesen wäre oder morgen Dienstag oder keine Ahnung, was für ein Tag. Das ist für mich ein Stück Freiheit und sind so die Dinge, die ich früher, und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, deshalb möchte ich dich einfach mal jetzt auch dazu einladen, mal in dich hineinzufühlen, wie du dich dabei fühlst. Also ich habe mir früher immer gesagt, mein Gott, ich bin 3x7 alt, um es mal so, gibt es ja so diesen schönen Ausdruck, bin 3x7 alt. Bin schon ein bisschen älter als 3x7, aber egal, du weißt, was ich damit meine, dass ich mir immer von anderen vorschreiben lasse, wann ich wo zu sein habe, dass ich mir von anderen vorschreiben lasse, wie lange ich irgendwo am Arbeitsplatz hocke, dass ich mir von anderen vorschreiben lasse, wie viele Urlaubstage ich im Jahr zur Verfügung habe und vor allem auch, wann ich die machen darf, dass ich so einen Urlaubsschein jemandem einreichen muss. Das sind immer so Dinge, die fand ich total widerlich, mich da in so ein System irgendwie reinzupressen. Oder was auch ganz, ganz heftig für mich immer war, ich habe nicht viele Fehltage gehabt, aber wenn es mir dann wirklich mal nicht gut ging oder wenn es jemandem von den Kindern nicht gut ging, die Kinder, die standen natürlich an erster Stelle, dass ich da irgendwo anrufen musste, sprich irgendwo im Büro beim Vorgesetzten oder der Vorgesetzten und mich entschuldigen musste, dass ich heute nicht komme, weil mir meine Kinder vorgehen und ich bei meinen Kindern sein muss oder möchte. Das habe ich immer so gehasst, solche Dinge, mich in der Richtung zu verbiegen und mich zu entschuldigen für etwas, wo ich dachte, mein Gott, das ist jetzt so und ich muss bei jemand anderen sagen, mit einem schlechten Gefühl, ich komme heute nicht. Hallo, liebe Renata. Ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht, wie du dich wirklich fühlst, in einem solchen System reingepresst zu sein und nicht wirklich frei zu sein, das zu machen, was du möchtest und wann du es möchtest. Oder ein anderes Beispiel, da wir ja gestern dann so spät noch losgefahren sind. Wenn uns jetzt danach zumute gewesen wären, dass wir gesagt hätten, okay, wir bleiben hier jetzt einfach mal eine Nacht und fahren am nächsten Tag zurück, weil es uns hier gerade so gefällt oder weil wir noch was essen wollen und es will jeder noch ein Gläschen Wein, trinken und wir wollen dann nicht im Auto nochmal zurückfahren, dass wir halt einfach im Hotel geblieben wären, dass wir uns ein Hotel ausgesucht hätten und da übernachtet hätten. Das muss ja auch gar nicht so lang geplant sein, dass man einfach auch so spontan sein kann. Denn wenn du im entsprechenden Hotel dir eine Unterkunft holst, dann brauchst du eigentlich, ja, du brauchst frische Unterwäsche, aber ansonsten wird dir ja in einer gewissen Hotelkategorie auch alles gestellt und das bedeutet Freiheit für mich. Und
Das ist mir alles so nochmal bewusst geworden und deshalb möchte ich das mal so ein bisschen mit dir teilen hier, was es denn für dich bedeutet, wirklich frei zu sein, über dein Leben selbst frei bestimmen zu können, das zu machen, wann du es möchtest, was du möchtest und vor allem auch, wo du dich aufhalten möchtest. Und wenn dir von jetzt auf gleich danach zumute ist, keine Ahnung, eine Reise irgendwo hinzubuchen, dass du das dann auch machen kannst. Das ist etwas, was für mich so totale Freiheit, was auch ein Stück weit das Leben bedeutet. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt dann so in dir denkt, wie soll denn das möglich sein? Wie soll das machbar sein? Und wenn es doch so einfach wäre, dann würden es doch alle machen. So einfach kann es doch nicht sein oder das funktioniert doch nicht, weil. Ich möchte dir dazu einfach mal dich dazu einladen, öffne dich dem Gedanken, dass das alles Dinge sind, die wir vom System einfach übergestülpt bekommen haben. Wo steht geschrieben, dass es nicht auch anders sein kann? Du kennst da draußen bestimmt nicht nur mich, sondern auch einige andere, die ein total freies Leben führen, die das machen, was ihrem Herzen entspricht und was für andere möglich ist. Das ist doch auch für dich möglich. Das ist definitiv auch für dich möglich. Voraussetzung ist, dass du es wirklich willst, dass du dir wirklich so ein freies Leben gestalten möchtest, dass du dich von vielen Glaubenssätzen, wie zum Beispiel, dass es nicht funktioniert, dass du deinen Seelenberuf nicht kennst oder dass du glaubst, mit deinen Fähigkeiten, mit den Dingen, mit deiner Kreativität, mit deinen Gaben und Stärken, das, was dich ausmacht, kann man kein Geld verdienen. Oder dass du dich auch davon befreist, dass das alles unsicher ist, eine Selbstständigkeit zu haben, dass das unter dem Motto sein muss, selbst und ständig zu arbeiten. Also da gibt es eine Vielzahl von Glaubenssätzen und Themen, die in uns drin sind, von denen du dich befreien kannst. Das sind alles Glaubensmuster, die uns übergestülpt wurden. Und mit diesen Glaubensmustern erschaffen wir uns unsere Realität, unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Dazu möchte ich dich einfach mal einladen, das mal so auf dich wirken zu lassen und dir bewusst zu machen, dass alles auch für dich zu jeder Zeit änderbar und möglich ist. Und ich sehe jetzt hier gerade Ulrike, Margi und Renata, ich glaube, ihr seid auch mit dem Handy zugeschaltet. Wenn jemand von euch möchte, sich hier mal zuschalten, ich lade euch gerne auch ein, wenn du den Mut hast, hier live dich zuschalten zu lassen, dann schicke ich dir gerne Einladung, schreib mir gerne ein Ja ins Kommentarfeld. Dann können wir hier auch gerne mal so ein kleines Kurzcoaching gehen, dass ich dir persönlich auf dich abgeschnitten auch mal noch ein paar Impulse mehr mitgebe zu den Dingen, die du jetzt vielleicht in Frage stellst oder wo du denkst, die hat gut reden und, und. Schreib da gerne mal ein Ja ins Kommentarfeld rein. Und dann schicke ich dir gerne Einladung, wenn du den Mut hast hier zum kostenfreien Coaching, lade ich dich gerne hier jetzt auch mal dazu ein. Ja, das sind so die Dinge, die mir gestern so bewusst wurden und die ich einfach mal mit dir teilen möchte hier, um dich dazu einzuladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass auch für dich jederzeit Veränderungen möglich sind, dass auch du ganz gleich in welcher Situation du jetzt steckst und vielleicht findest du dich in den Beispielen, was mich früher immer so Kraft und Energie gekostet hat, mich zu verbiegen, mich in ein System reinpressen zu lassen, wo ich natürlich auf der anderen Seite auch oftmals gedacht habe, naja, eigentlich geht es dir ja gut. Also wir sind da so süß, eben auch uns ganz schnell nochmal unsere Situation schön zu reden, um uns nochmal mit dem System zu arrangieren. Aber mal ganz ehrlich, wie schnell zieht denn das Leben an uns vorbei? Überleg mal, wie schnell die letzten Jahre vorbeigezogen sind. Und willst du wirklich die nächsten Jahre bis zu deinem Lebensende so weitermachen wie bisher? Denn ich denke mal, auf irgendeine Art und Weise bist du ja auf der Suche, dein Ding zu machen, deinen Seelenberuf zu entdecken und dich zu befreien aus diesem System und dir ein Leben nach deinem eigenen Standard zu erschaffen. Dass du wirklich frei bist. Und darum geht es ja auch hier bei meiner Unterstützung. Dir da ganz viele Aspekte und Impulse zu schenken, dass wirklich alles möglich ist, auch für dich. Dass es einfach darum geht, dass du dich
dem öffnest, dass du wirklich diesen Weg gehen willst, dich befreien und dir ein Leben nach deinem eigenen Standard, das, was dich ausmacht, dir das Leben zu erschaffen. Und fühl mal hinein, wie würde denn dein ideales Leben da ausschauen? Wie würde dein ideales freies Leben ausschauen? Was würdest du tagsüber machen? Wie würde deine Partnerschaft ausschauen? Wie wäre dein Verhältnis zu deinen Kindern? Vor allem, welches Vorbild wärst du für deine Kinder? Das war immer eine ganz große Motivation für mich, meinen Kindern noch ein anderes Vorbild zu sein als das, was ich ihnen früher war. Das war mit meiner Motivation auch letzten Endes zu sagen, ich folge wirklich nur meinem Herzen künftig. Ich lebe meinen Seelenplan. In meinem Falle ist es ja, Menschen, wunderbaren Frauen wie dir dabei zu helfen, auch deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Und alles, was es dazu braucht, eben in dein Leben zu integrieren und alles, was du dazu nicht brauchst, dir zu helfen, dich dabei zu verabschieden. Und oder das einfach auch loszulassen, dass das eben auch alles möglich ist. Und dieses Vorbild wollte ich für meine Kinder sein, weil ich wollte nicht, weiß nicht, wenn du Kinder hast, wie es dir geht, ich wollte einfach, dass meine Kinder auch ein freies Leben führen, dass sie das machen, was ihnen wirklich am Herzen liegt, dass sie sich entfalten können, dass sie nicht irgendeine Ausbildung machen, der Ausbildung wegen oder irgendein Studium des Studierens willens, was sie eigentlich gar nicht interessiert, wo sie im Vorfeld schon wissen, ich mache das jetzt einfach nur mal, damit ich irgendwas in der Hand habe. Das produziert ja nicht wirklich glückliche Kinder oder fördert glückliche Kinder. Und wenn du vielleicht auch Kinder hast, ich glaube, das kannst du dann nachvollziehen. Und vielleicht ist das auch, wie es für mich ja auch unter anderem ein Motivator war, ins Handeln zu kommen, die Entscheidung zu treffen, dich auch auf deinen Herzensweg zu begeben und ja, dich auch der Bereitschaft zu öffnen, dafür zu gehen. Dich der Bereitschaft dafür zu öffnen, alles, was es dazu braucht, in dein Leben zu lassen. Und alles, was es dazu nicht braucht, wie diese vielen nicht förderlichen Prägungen und Glaubenssätze, dass das nicht funktioniert, weil, dass das nicht gehen kann, dass es nicht so einfach sein kann und was auch immer. Und da spielt ja vor allem auch das liebe Thema Geld eine ganz große Rolle, sich auch der Geldenergie zu öffnen, die auch zu dir fließen möchte. Und zwar genau in den Mengen, wie du sie gerne hättest, dass du dir eben ein wunderbares, großartiges Leben erlaubst. Und wenn dann jetzt noch so Prägungen auch aufkommen, die ich auch nur zu gut aus meinem früheren Leben kenne, ich brauche nicht viel Geld oder ich brauche dies oder jenes nicht. Vielleicht glaubst du es nicht zu brauchen, aber dein Körper, deine Seele, die wollen den Wohlfühleffekt vielleicht von dem einen oder anderen haben. Und bei dem Thema Geld darf es auch nicht nur unbedingt um uns sonst, um uns selbst gehen, sondern schau mal, je mehr Geldenergie du erlaubst, in dein Leben dir zu ziehen, umso mehr kannst du doch auch Gutes tun, soziale Projekte unterstützen, einen Mehrwert schaffen für unsere Mutter Erde. Auch nochmal im Sinne von unseren Nachkommen und Nachfahren. Denn letzten Endes, so wie das Heim, die Wohnung, wo du gerade wohnst, wo du dich gerade aufhältst, dein Zuhause ist, so ist im großen Stil unsere Mutter Erde unser Zuhause. Und da gibt es so viele Dinge, die auch da unterstützt werden können und wollen, die einfach auch etwas mit Geldenergie zu tun haben. Vielleicht ist das ein weiterer Motivator für dich zu sagen, okay, ich befreie mich von all den Zwängen, ich will hier etwas hinterlassen. Auf Mutter Erde etwas Positives. Ich will ein wunderbarer Beitrag sein für verschiedene Projekte oder was auch immer dir da am Herzen liegt. Und das funktioniert. Das funktioniert definitiv auch für dich. Also abschließend, überleg dir mal, geh da gern mal ins Brainstorming mit dir selbst. Wie genau schaut für dich ein wirklich freies Leben aus? Schreib dir das mal auf und erlaube dir da mal groß zu denken und groß zu träumen.
und begib dich da auf den Weg. Alles ist möglich, auch für dich. Du hast jederzeit die Wahl, weiter so zu machen wie bislang oder zu sagen, okay, ich packe es jetzt an, ich begib mich jetzt auf meinen Weg. Okay? Alles Liebe. Kleine Ermutigung noch zum Abend heute. Bis dahin. Tschüss.